Na, beziehungsweise Hi-ho an euch alle. So muss ich mal ganz kurz hier wieder flups das Spiel auch anmachen, ne? Jetzt habt ihr ja gar kein Spiele-Sound. So, was haben wir denn hier? Der Zero ist irgendwie zurückgekehrt und hat versagt. Einen Zeldas konnte der nicht besiegen, zusammen mit Bert Tsubaki und Akame. Ich glaube, es hackt. Naja. Na gut, oh, hier haben wir schon wieder neue. Na gut, das mal später. Guck mal hier, der Markus. Der hat die Link-Rüstung an und leuchtet farbenfroh in allen Farben. Nun gut, so, ich hoffe, das geht alles so. Das ist jetzt hier. Ich habe ja damals mit XSplit gestreamt, ne? Für die, die das noch wissen. Und jetzt in letzter Zeit muss ich jetzt mehr zu OBS greifen. Deswegen müssen wir mal sagen, ob das alles so okay ist. Und dann fangen wir auch gleich an. Für die Leute hier auf YouTube, die das hinterher sehen, ne? Nicht wundern, wenn die Qualität etwas schlechter sein sollte als sonst. Das liegt halt daran, dass ich auf Twitch nur maximal mit 3500 Kilobyte die Sekunde arbeiten darf. Ich darf nicht höher gehen, beziehungsweise höher wird nicht verarbeitet. Deswegen kann es ein bisschen pixelig werden an einigen Stellen, aber naja, das ist das Spiel ja sowieso. Ja, ich bin zurück. Hallo. Ich mach's wieder, Markus. So, ich lese noch nebenbei ein bisschen den Chat, dass auch die letzten Leute hier eintrudeln können. Ich habe extra für euch so ein schönes Intro-Lied hier angehauen, weil ich mir dachte, ja, so mal was irgendwas, was speziell auch zu Monster Hunter, also beziehungsweise speziell zum Zocken passt. Und dann bin ich auf das Lied gestoßen, weil ich mal meinen ganzen Ordner durchgegangen bin, beziehungsweise ich habe in letzter Zeit meine ganzen CDs, die ich rumliegen hatte, noch von damals, habe ich alle mal digitalisiert. Und da war natürlich die CD dabei und dachte ich mir so, komm, haust das Lied mal raus hier für euch alle. Oh, der schleichende Tod ist auch da. Hilfe! Hallo. Ich könnte ja irgendwie, aber das passt einfach nicht zum Monster Hunter Let's Play. Das, wenn ich jetzt hier einfach den Chat einblende. Tja, müsst ihr halt live dabei sein, Leute, wenn ihr den Chat sehen wollt. Gut, dann, ich würde sagen, ich fange schon mal an hier. Das war nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte hier auf die Weltkarte. Mehrspieler. Und dann gehen wir mal hier auf den Mehrspieler-Modus. Kannst du, wenn du on bist, die ID zeigen? Die seht ihr eh gleich. Also ja. Ich guck erstmal, ne? Erstmal schon mal schauen, ob jemand schon mal nach meinen Kriterien schon was aufgemacht hat. Bin ich jetzt mal gespannt. Nö. Das, Leute, nehme ich hier, dann seht ihr das nochmal. Für die, die das nämlich nicht verstanden haben. Das ist halt der Grund, warum ich diese Kriterien nehme. Man findet nämlich keine Versammlungshalle darunter. Das heißt, wenn ich jetzt Kriterien nehme wie ja, jetzt hier jagen, pass auf, ich zeige euch das mal live, ne? Damit ihr das mal wisst. Was nämlich das Problem daran ist, wenn ich jetzt nämlich sage, wir machen jetzt Kriterien jagen und erliegen und sagen, mir fehlen noch die 2-Stern-Quests beispielsweise jetzt. Und ihr macht dann hier bestätigen. Na gut, dann habt ihr auch nur einen, aber kann natürlich passieren, dass ihr da mehr habt. Gut, dann ich erstelle mal. So, Jägertyp war ja beliebig. Wir nehmen Sammeln, Transport und hier Angeln. Und hier war entspannte Jagd, glaube ich. Aber das ist eigentlich auch relativ egal. Ich gucke trotzdem nochmal nach. Jo, entspannte Jagd kommt hier rein. Passcode mache ich keinen, weil es unter euch ja Leute gibt, die ein bisschen langsamer im Tippen sind. Und das wäre unfair dann gegenüber den Leuten, die nicht so schnell eingeben können. Deswegen bestätigen wir mal hier. Wer lädt? Oh mein Gott. Ich will nicht, dass es lädt. So, da bin ich. Und ihr wollt natürlich. Zack, die ID sehen da unten steht sie.
Ich mach mal hier Größe für euch. Flop. Könnt euch das Bild schon mal angucken. Tenji und Justin und Marco sind alle jetzt schon da. Eieiei. Das ging schnell. Hallo Hunter. Was habe ich denn hier für... Habe ich kein Hi-Ho? Ja, los geht's. Keine Ahnung. Ich habe leider kein Hi-Ho. Das tut mir leid. So. Das ist ja ein lustiges Verleihen da mit irgendwie so blauen Klamotten. Ich habe schon lange nicht mehr online gezockt hier. Oh, hier eine Freundesanfrage von Markus eingetroffen. Na, gucken wir uns die mal an. Oder, na gut, jetzt haben wir ihn erstmal als Freund registriert. Gilden. Karte. Senden. Ihr kriegt jetzt alle auch meine Gildenkarte, bitteschön. So. Freestrap sagt, er findet mich nicht. Das liegt halt daran, dass die Halle wahrscheinlich jetzt schon wieder voll ist. Das hat so das Problem. Und der Hunter geht ja leider nur zu dritt, sage ich mal. Also zu viert insgesamt zu spielen, aber weil ich ja schon spiele, können nur drei dazukommen. Deswegen bitte ich manchmal Leute, die jetzt warten müssen, vielleicht nochmal eine eigene Halle mit denselben Kriterien zu öffnen, damit die ganzen Leute noch spielen können, während sie warten. Und nach zwei Quests, habe ich immer bisher so gemacht, immer nach zwei Quests habe ich dann die Leute, die jetzt hier drin sind, in dem Fall jetzt Marco, Justin und Tenji, habe ich dann gebeten, natürlich zu verlassen, damit die nächsten rein können. Mal schauen, ob es diesmal hier klappt, wie es hier diesmal klappt. Ansonsten, Freestrap, machst du jetzt einfach mal eine eigene Halle auf mit denselben Kriterien und ich join sonst dazu. Ich glaube, das wäre dann so die beste Variante. Das machen wir, glaube ich, so. So ist es, glaube ich, wirklich am coolsten. Ne, dann kann ich nämlich gucken, wer hat nämlich unter diesen Kriterien eine Halle geöffnet. Und dann kann ich davon hundertprozentig ausgehen, dass das ja nur Zuschauer bzw. Mitspieler von mir sein können. Ne? So machen wir das. Also Freestrap, machst jetzt einfach eine auf und nach zwei Quests join ich dir dann. Und die anderen können alle hinterherkommen. So, wie war das denn jetzt hier nochmal? Ich weiß nicht. Ne, Hochquesterix, die war es nicht, die hier. Meine Hallen-ID wird nichts bringen, weil die jetzt eh schon voll ist, aber ich kann sie gerne nochmal zeigen. Ich wollte hier nochmal schauen, was wir denn hier... Oha. Haben wir noch richtig viel übrig, ne? So richtige komische Quests. So, hier ist nochmal die Hallen-ID. Für die, die das nochmal sehen wollen, obwohl es wie gesagt nichts bringt, weil ich nach zwei Quests die Halle sowieso wechsle. Und dann ist die ID wieder anders. Ne? Und joinen kann hier eh keiner dazu, weil die Halle voll ist. So, hier ist mal ein bisschen Vorbereitungszeit, ne? Ich warte noch, bis alle die ID auch gesehen haben. Ich würde sie am liebsten ja irgendwie... Genau. Gelakiko, macht das mal am besten so. Der Gelakiko im Chat hat gerade gesagt, er joint jetzt einfach den Freestrap. Ist auch am besten so. Einfach immer gucken, ob jemand anderes noch eine Halle auf hat. Auch gucken, dass dann vielleicht noch ein Platz für mich frei ist. Weil nach zwei Quests join ich euch einfach. So, was haben wir hier denn noch? Zamite, Konga... Das haben... Nayarala können wir machen und Zamtrios. Zamtrios und Nayarala hier kommen. Die fehlen hier noch. So, jemand hat hier einen Gutschein spendiert, habe ich vorhin gesehen. Vielen Dank dafür. Für den leckeren, tollen Gutschein. Ihr müsst mal sagen, ob mein Ton, so wie ihr mich hört, im Gegensatz zum Spielesound okay ist. Also, ob meine Stimme... Zum Spiel ist Sound okay, so ob das Spiel noch zu leise ist. Müsstet ihr am besten gleich sagen, wenn die Kämpfe beginnen, weil hier sieht man das noch nicht so oft. Boah, hier so richtig cool.
Ich nehme gleich an, warte bitte noch einen kleinen Moment. So. Der Justin. Dann will er mir erstmal was geben. So, Gildenkarte eingetroffen, nehme ich an. Und dann nehme ich auch... Oh, Megatrank Maximum. Moment, Justin, Moment. Ich habe zu viele Megatränke. Jetzt. Jetzt kannst du mir nochmal geben. Ich war nur voll. Dankeschön. So, ich muss auch mal gucken, dass die Leute... Heißgetränke brauchen wir jetzt, ja. Dass die Leute das auch hören hier. Moment, dann muss ich mal hier gucken. Gesten? Ach nee, Gesten war das nicht. Waren denn diese... Ach, da oben. Chat und dann nochmal hier Dank. So. Gut, dann müssen wir jetzt alle noch bereit drücken. Und da bin ich mal gespannt, wie der Ton. So ist übrigens, hatte Hugo vorhin geschrieben, ein Martox ohne Hi-Ho ist fake. Ja, nur mit dem echten Hi-Ho ist das Original. So, alle ready. Ich sehe gerade, ich habe die ganze Zeit das eine Bild hier gelassen, dass ihr nur das große Bild seht. Ist egal. Bleibt so. So, wie ihr seht, habe ich auch mich wieder darum gekümmert, dass ihr oben in den Ecken bei jedem Bildschirm, also wenn ihr die zwei Bildschirme eingeblendet seht und sowas, dass da Online-Session steht. Muss ja hier auch, schon mal vorsorgen. So, und ich bin auch eigentlich total unvorbereitet hier, was jetzt gerade diese Online-Session betrifft, weil ich nämlich nicht daran gedacht habe, was wir denn so machen können. Ich habe vorher nicht nachgeschaut, was mir denn so an Quests fehlen und was so angebracht wäre oder vielleicht eine Rüstung machen oder eine Waffe machen. Da ruckelt es wieder, das Spiel. Es dreht durch. Es brüllt. Ist aber ganz schön groß, oder kommt mir das nur so vor? Scheint ziemlich groß zu sein. Ach ja, im Übrigen nochmal hier für die ganzen Zuschauer, die nachher das Spiel hier später auf YouTube sehen. Wundert euch nicht. Upala, ruckelt ein bisschen. Wundert euch bitte nicht, wenn die Monster jetzt so schnell tot gehen und sowas. Ich habe den Leuten erlaubt, ruhig stärkere Waffen bzw. ihr ganzes gutes Equipment mitzunehmen. Ich weiß, es wirkt vielleicht für einige langweilig, aber ich habe jetzt schon so lange halt nicht mehr gestreamt und auch so lange Pause gehabt. Und außerdem ist jetzt auch bald Weihnachten, nur noch 2 Tage. Und da dachte ich mir, lasse ich den Leuten mal den Spaß, damit wir wenigstens mal zusammen zocken können, ne? Also wundert euch nicht, das ist hier nur einmalig. Wenn ich später dann mit Leuten im höheren Bereich jagen will, werde ich natürlich dann noch Quests, beziehungsweise meinen anderen Account benutzen. Meinen zweiten Account. Aber ansonsten wäre es dann wieder zukünftig so, dass wenn wir dann wieder Monster Hunter die Online-Session hier mit diesem Charakter machen, wäre es halt gut, wenn ihr euch dann wieder anpasst. Dieses Mal hier in dieser Session. Wie gesagt, habe ich jetzt mal eine Ausnahme gemacht. So, was haben wir denn alles gekriegt? Auf jeden Fall viel Zeug. Ich glaube von Zamtgloss brauchten wir gar nicht so viel. So, und ich ändere mal ganz kurz den Titel. Das war zu viel. Denn wir sind ja schon, haben ja schon den 22. Es ist schon 16 Uhr. Dann kann ich das ja rausnehmen, auf Aktualisieren drücken und dann müsste jetzt der Titel... So, der Titel müsste jetzt geändert sein, es müsste da oben nur Online-Session stehen. So, mal schauen.
Ich habe auch überlegt, ob wir nach der Online-Session, ne, nachdem ich hier mit euch zusammen gezockt habe, ob ich dann noch weiter streame. Vielleicht ein bisschen anderes Spiel, aber das gucken wir dann mal, ne? So, hier, ich pack die ganzen Sachen jetzt einfach mal ein. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die gebrauchen könnte. Ich überlege gerade, eine Eiswaffe hätten wir schon machen können oder haben wir schon gemacht. Oh, Experte. Experte nehme ich mal mit. Ich glaube, Experte erhöht die kritische Trefferchance. Und das war wirklich ziemlich groß, da habe ich mich doch nicht gehört. Hier sieht man es nochmal. Silberkrone. 1762,74 cm. Nicht schlecht, aber dass es 1000 Meter lang ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß diese Maßangaben bei Monster Hunter nie wirklich, ob die ernst gemeint sind. Wenn etwas 1000 Meter hoch ist, das sind keine 1000 Meter, 1000 Zentimeter. Niemals. 1700 Zentimeter, das wäre, wenn ich mich jetzt so nehme, oder wenn wir einen Menschen nehmen, der 180 Zentimeter groß ist, also 1,80. Müsste das Ding 17 Meter groß sein. Das Samtrios. So, hier, wir sollen mal wieder gegen irgendwen hier battlen und verlieren. Sag ich ja. So, ich wechsle dann mal ganz kurz die Waffe. Nice, Bro. GG. Genau das. So, zack. Wie gesagt, wir machen jetzt nur, also ich mache jetzt nur fix eine Quest mit und dann wechsle ich das kleine Städtchen, damit wir ein bisschen Abwechslung bei den Leuten haben. So, meine Katze im Hintergrund trainieren, sollen sie mal machen. Jetzt können wir mal gucken, was haben wir dann noch? Gewehrlanze, das Ding. Na komm, wir gehen jetzt mal alle Waffen durch. Ich werde hier sowieso nicht viel zeigen können. Da mir die Viecher sowieso platt gemacht werden, noch bevor ich überhaupt zum Angriff gekommen bin. Aber so ist das manchmal so. Ich kann jetzt hier auch abkürzen eigentlich, indem ich hier auf Weltkarte drücke und sage, ich will zur Versammlungshalle gehen. Online-Status ändern? Nee, ich will einfach nur zur Versammlungshalle. So. Können wir das Ganze hier nämlich ein bisschen abkürzen. Und müssen nicht den ganzen Weg wieder so komisch hin und her laufen. Das hätte ich auch auf dem Hinweg schon machen können. Aber ja, naja, oha, wir haben hier noch zwei. Zwei, Kesus. So. Okay, der Gela Kiko hat einen Raum mit meinen Einstellungen. Da komme ich gleich rein. Wie gesagt, ich mache jetzt noch diese Quest hier mit. Beziehungsweise ich habe die selber gestartet, bin hier noch kurz dabei. Und anschließend wechsle ich den Raum. Let's do this. Ich weiß nicht, Stern, Stern, Stern. Sehr anzüglich. So, erstmal was essen, erstmal die anderen hier schön warten lassen. Sich gar nicht drum kümmern, was sie hier wollen. So, alle soweit bereit, dann geht's auch los. Questtext hier, ne? Meine Frau hat Gesicht eines Engels und das Herz eines Lutrot. Ich hätte es gewagt, im Urwald Pilze zu sammeln und es wäre fast vor einem Nayarala umgebracht worden. Interessant, diese Frau. Lässt sich da einfach mal von einem Nayarala so fast töten? So, auch mit den Leuten nicht ihren ganzen Kram wegnehmen, ne? Und hallo, Gamesohn. Was geht so? So, schauen wir mal, wie lange Nayarala hier überleben wird. Immer schön die Minimap im Auge behalten und dann noch links die Charakternamen der Leute. Okay, die Ping.
Freestrap fragt mich gerade, ob ich dann die Quests raussuche, die wir machen. Muss ich sehen. Wie gesagt, ich bin komplett unvorbereitet hier in die Online-Session, sage ich mal, gegangen. Also vorbereitet war die ja schon, klar. Aber ich habe nicht nachgeschaut, was für Quests ich benötige, was wir machen können und so. Wir können auch gerne dann zur Abwechslung, wenn du willst, dann halt Quests von dir machen, sofern ich da mitmachen kann. Ne? Man muss bedenken, ich bin gerade mal bei Jägerrang 2 Quests, also 2 Sterne Quests, nicht Jägerrang 2. Ich selber bin Jägerrang. Upala, sorry. Upsala, das wollte ich auch nicht. Was bin ich denn? So, gucken wir mal nach. Ich bin auch Jägerrang 2. Na, es scheint, als ob der Rala jetzt schon zu Boden geht. Gut Hand. Im Moment. Gute Arbeit. Mehr Arbeit? Richtig. So, nehmen wir mal hier den Panzer. Panzer, ich begrüße Sie. So. Hallöchen, Justin. Du siehst so Anubis-mäßig aus. Oh, jetzt bist du weg gewesen. Autsch. Na, der Marco wieder. Immer dieselben. Na gut, ich habe mit ihm nie gespielt, aber es ist immer so, was? Man steht so schön rum, freut sich so, oh geil, naja, Rale erlebt, und hauen plötzlich deine eigenen Teammitglieder auf dich ein. Es muss wahre Liebe sein. Nee, keine Ahnung. Immer drehen alle durch. Was ist da los? So, Nayarala Stuff ohne Ende. Was haben wir denn da? Lehmbeutel und sowas. Ekelhaft. So, das Nayarala, jetzt habe ich gar nicht geguckt. War das größer, kleiner oder gleich? Keine Ahnung. Nichts darauf geachtet. Nun gut, nun gut. So, thanks for hunting, schreibt der Tenji. No problem, dude. It was a pleasure to hunt with you guys. I want to go now to the other room. Hunting Room, nee, wie heißt denn Versammlungshalle? Oh, jetzt habe ich das vergessen. Versammlungshalle auf Englisch. To the Versammlungshall. Keine Ahnung. So gut. Ich wechsle dann jetzt, indem ich sage, durch die Versammlungshalle gehen, meinen Online-Status ändern. Online-Mehrspieler-Modus. Die Sitzung hier gerade mal beenden. Und Versammlungshalle finden. Und jetzt sollen ja die Kriterien, hat er mir vorhin gepostet, World Harbor, sammeln Transport. Sammeln Transporten, hat aber genommen Insekten fangen. Wir haben aber immer Angeln sonst, aber gut. Machen wir Insekten fangen, ist auch okay. So, und da ist ein Paul drin. Er kommt in meinem Raum, ich heiße Mizuki. Ach, das ist, Freestrap ist Paul. Hä, aber warum hat er denn geschrieben, oben Insekten sammeln? Hier war irgendwas mit Insekten sammeln doch geschrieben worden, ne? Der Gelakiko könnte eigentlich auch kommen. Zumal er ja geschrieben hat, zählt Insekten fangen. Da bin ich jetzt auch reingegangen. Na gut, hier ist die ID für die Leute, die, noch vielleicht dazukommen wollen. Das ist ja merkwürdig. Ja, der Gelakiko hat einen anderen Raum, aber da war gerade nur einer abgebildet. Na gut, dann gehen wir zum Gelakiko danach. Wir haben ja heute genug Zeit. Ich werde ja eh noch nicht aufhören. Na, ist ja klar, ist auch Quatsch. Nur 4 Quests. Blödsinn!
Schleichender Tod sagt danke, dass ich mitspielen durfte. Ja, du kannst ja noch weiter zugucken. Also erstmal kein Problem, ne? Jeder darf hier mitspielen. Du kannst ja noch zugucken. Wir werden jetzt eh nach diesem Staffellaufprinzip, sage ich mal, werde ich jetzt durchgehen. Ich werde jetzt, dass jeder einmal dran kam. Und je nachdem, wenn noch Lust besteht, auch eurerseits, können wir halt wieder von vorne anfangen. Ne, heißt also, dann können wieder die Leute reinkommen, die schon mal mit dabei waren, weil jeder schon einmal da war. Deswegen, wir machen jetzt aber erstmal so weiter. Wir haben jetzt hier die nächsten drei. Und in der nächsten Runde gehe ich dann zu Gelakiko rein in den Channel da, in den Raum. Und machen dann da weiter. So, was ist denn mit ihm hier los? Boah, hier sind sie wieder. Neuer Tag, neue dringende Quest unter deinem Namen, die unter deinem Namen steht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Mal sollst du es für die Gilde einem Gormagala aufnehmen. Na klar! Ein Gormagala einfach mal so aus dem Nichts. Natürlich. Na gut. Die erste Quest nehme ich. Ich hätte gerne noch Waffe gewechselt. Gut, dann machen wir jetzt das Gormagala. Ich werde mal so sagen, weil wir es ja offline sowieso nochmal machen, damit ich nicht mal alles doppelt machen muss. Ich lasse die Monster-Information mal hier aus, ne, an dieser Stelle. Also was die Schwächen und so der Monster betrifft. Ihr könnt euch die selber anschauen. Ich habe sogar. Ich muss jetzt mal nachschauen. Moment kurz, Moment, geht gleich weiter. Nicht erschrecken. Nur kurz was nachschauen, genau hier. Ich habe nämlich hier schon den Befehl fertig gemacht. Für den Chat ist das jetzt eher wichtig. Falls ihr den Dex euch gerne mal anschauen wollt, den Monster Hunter 4 Ultimate Dex, wo alle Schwächen und so drin sind, habe ich mal in den Chat gepostet. So. Okay. Ich starte jetzt einfach mal die dringende. Wir machen jetzt Gormagala. Wie gesagt, die Infos werde ich jetzt nicht raushauen, so. Also diese Übersicht, die mache ich später offline. Wir haben ja sowieso noch ein Gormagala offline. Welches hier auf uns wartet und gerne uns zum Frühstück verspeisen will. Also mal schauen. Aber so schwer ist das nicht. So, ich nehme mal, was nehme ich denn jetzt mal? So Fleisch und Wein war eigentlich immer ganz gut. Fleisch und Wein, aber wir haben nichts Wein. Weiniges hier. Ich wein gleich, haha. Nehme ich halt das Bekannte. Fisch und Brot. Ja, der Gelakiko sagt auch, er hat die Dex-App auf dem Handy. Gibt es natürlich auch für die Leute, die ein appfähiges Gerät benutzen. Muss ja nicht nur Handy sein, kann ja auch ein Tablet sein oder sonstiges, ne? Die Leute, die das unter euch benutzen, können natürlich auch damit nach dem Monster Hunter 4 Ultimate Dex suchen. Gibt es natürlich auch als App. Und ja, Gelakiko schreibt es auch gerade nochmal in den Chat. Da muss er nicht immer den Computer öffnen oder beziehungsweise den Computer benutzen. Ist klar, kann ich auch verstehen. Bei mir bietet sich halt der Dex eher auf dem PC an, weil ich ja auch alles hier auf dem PC natürlich auch aufnehme, wie ihr ja gerade seht. Ich habe extra so eine Capture Card und so. Oh, ich muss das Bild mal wechseln hier so. Schwupps. Ja, ich habe ja hier alles, wie man sieht, auf dem PC. Und für mich ist es halt günstiger, das Ganze auf dem PC zu öffnen, damit ich euch natürlich auch die Infos zeigen kann, ne? Und ich weiß nicht, unter anderem kann ja passieren, dass der ein oder andere von euch ja auch meist vor dem PC halt sitzt und da eher was mit zu tun hat, als ein Gerät mit einer App zu benutzen. Jeder, wie er will. Oh, da ist es schon. Und Schleichender Tod sagt, er hat 1028 Stunden in Monster Hunter 4 Ultimate. Wenn man sonst nichts zu tun hat, ne? Nee, kann ich aber verstehen. In meiner damaligen Monster Hunter, aktiven Monster Hunter Zeit, so nenne ich es mal, wo ich wirklich auch privat jeden Tag gezockt habe, es waren halt die PS2-Zeit, war die meiste Zeit, sag ich mal, wo ich Monster Hunter gespielt habe, und dann kam die PSP. Zeiten mit Freedom 2 und Freedom Unite, die ich wirklich am meisten gesuchtet habe. Da war ich auch schon bei den 1000 irgendwas Spielstunden. Aber es ist halt nun mal so, ne? Es kann und muss nicht nur Monster Hunter sein, kann auch jegliches anderes Spiel sein, was so natürlich jetzt
ein offenes Ende hat, sage ich mal, wo man noch nach der Hauptstory so gesehen weiterspielen kann. Solange so ein Spiel richtig viel Spaß macht, kann man das halt, ne, die 1000 Stunden schon vollkriegen. Aber Monster Hunter ist halt dafür, sag ich mal, ist schon seit jeher für mich zumindest bekannt. Oh, den Schweif haben sie geschafft. Sehr gut, Leute. Ihr kriegt hier ein gute Arbeit. So, da spuckt es. Im Übrigen werde ich auch, jetzt eher für die Leute im Livestream hier wichtig. Ich werde auch nochmal am 24., also genau an Weihnachten streamen. Wann genau, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich aber erst in den Abendstunden. Das heißt also so ab geschätzt 20 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr ungefähr. Damit ihr euch schon mal darauf einstellen könnt, was wir spielen, weiß ich noch nicht. Eventuell auch Monster Hunter oder auch was anderes. Das werde ich noch entscheiden. Oh, das Gormagala ist besiegt. Ja, war voll schwer und so, ne? Auf Apps gibt es die nicht. Auf dem Handy und es ist echt eine große Hilfe. Ja, der Gelakiko sagt schon, es ist doof, dass es die nicht auf dem App Store gibt. Wer zockt denn bitte so viel am Haar? Kann ich nicht verstehen, sagt der Hugo mit 2384 Stunden. Um hier ein bisschen zu untertreiben. Natürlich hat der Hugo viel, viel mehr. Der alte Pappenheimer hier. Du kannst uns doch nicht anlügen, Hugo. Wir wissen das ganz genau, wie viele Stunden du in dem Spiel verbringst. Oh nein, ich bin gedebufft. Ich stinke. Paul, ich stinke. Hilf mir, Paul. Ich stinke. Und schon wieder. Guckt euch das an, ne? Gormagala, richtig cool besiegt. Alle froh. Kommt Terra an. Ja, danke. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Schelle. Mann. Weiß nicht, ob das irgendwie so bedeuten soll. Du Blödmann? Oder ich mag dich. Naja. So. Und der schleichende Tod sagt, er muss leider gehen. Er wünscht den Chat und mir natürlich auch noch sehr viel Spaß. Und natürlich auch den Zuschauern auf YouTube, die das hier nachträglich sehen nach diesem Livestream. Und danke, schleichender Tod. Wir wünschen dir alle, also ich spreche jetzt mal im Namen von allen, dir auch noch viel Spaß, auch wenn du etwas traurig scheinst, dass du jetzt gehen musst, aber trotzdem dir viel Spaß und auch dir eine gute Jagd in Zukunft noch.